Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 20.14 Box von Marvin Game. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 20.14 von Marvin Game, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Marvin Game. Wir haben hier eine ziemlich große Box, eine Holzbox. Die ist hier wirklich komplett aus Holz und rundum in dieser hellen Maserung. Auf der Oberseite haben wir einen Schiebedeckel und dieser ist hier mit dem Albumtitel 20.14 beschriftet. Also soweit ich weiß, ist das hier so reingeätzt worden. 20.14, der Albumtitel. Hier auf der Seite lässt sich das Ganze dann aufschieben. Der Deckel lässt sich auch wirklich komplett rausnehmen. Und dann kommen wir zum Boxinhalt. Und zwar haben wir hier einmal eine Flasche Wasser, dann ein Shirt, eine Karte, so eine USB-Stick-Karte, diverse Sticker und natürlich das Album an sich. In dieser Box ist noch weiteres, und zwar sowas hier, jede Menge von solchen Holzspänen, von so Füllmaterial. Die habe ich nur im Voraus jetzt schon mal rausgemacht, weil das einfach eine ziemliche Sauerei gibt und alles vollbröselt. Also, wie gesagt, wenn ihr die Box bestellt, dann ist das Ganze auch noch entsprechend mit diesen Holzspänen voll und dadurch ist der Inhalt ziemlich gut gepolstert und dann fliegt da drin auch nichts rum. Speziell ja bei der Glasflasche ist das auf jeden Fall von Vorteil. Gut, wir packen die Box mal zur Seite und kommen zu den einzelnen Inhalten. Als erstes starten wir wie immer mit dem Album an sich. Der Rest geht dabei noch zur Seite. Und dann schauen wir uns das mal an. Also es ist wie gesagt das Debütalbum von Marvin Game. Wir haben hier das Album in einem Digipack. Hier haben wir den guten Mann abgebildet vor einem ziemlich spannenden Hintergrund. Also es sieht ziemlich futuristisch aus, das Ganze. Marvin Game 20.14 lesen wir auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 12 Stück an der Zahl. Features kommen unter anderem von Bowser, Nico Nuevo und Ades. Dann haben wir hier Marvin Game abgebildet und neben ihm, gehe ich mal davon aus, das ist sein Bruder Morten, also sein älterer Bruder, der auch hier viel produziert hat. Dann haben wir hier die Credits zum Album. Das Ganze ist erschienen über das Label Emma Ready. Wir haben hier keinen Barcode, denn das Album, als auch die Box, gab es meines Wissens wirklich nur über den Emma Ready Shop und nicht regulär im Handel. So, als erstes haben wir hier links in dieser Stecktasche ein Booklet. Was haben wir hier? Marvin Game vor einem extrem heftigen Sternenhimmel. Die Fotos sind meines Wissens aus Kalifornien, also die waren hier in den USA. Und hier haben wir dann weitere Aufnahmen aus Kalifornien. So sieht das aus. Die Infos zu den einzelnen Tracks darunter. Also wer war hier beteiligt, wer hat produziert, wer hat hier Instrumente eingespielt. All das kann man hier nachlesen. Weitere Fotos. Also hier Berge und Natur. Ziemlich präsent im Booklet. Weitere Infos zu Tracks. Und nochmals Foto aus Kalifornien und Infos. Zum Abschluss gibt es dann hier noch eine umfangreiche Danksagung. Und dann sehen wir hier nochmal Marvin Game vor seinem Auto stehend. Okay, so viel zum Booklet. So sieht es dahinter aus. Also auch hier wieder Felsenlandschaft. Dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus. 20.14 lesen wir hier. Und auf der Rückseite auch nochmal ein Foto vom Künstler auf diversen Felsen. So, so viel zum Album. Dann haben wir mit dabei
ein T-Shirt. Dieses kommt in Schwarz. So, es ist jetzt etwas dreckig, das kommt vor allem durch diese Holzspäne und es riecht auch entsprechend so nach, ja, so nach Holz, nach Sägewerk. Wir haben hier ein schwarzes Shirt. Auf der linken Brust haben wir hier das MG-Logo, also das Logo von Marvin Game. Ansonsten hier vorne nichts weiter drauf. Und auf der Rückseite haben wir dann hier einen Neckprint und zwar hier das 20.14 Uhr Logo. 20.14 Uhr als Neckprint, ebenfalls in Rot. Und bei diesem Shirt haben wir hier kein reguläres Shirt, sondern wir haben hier ein Shirt der Marke Rue Berlin. Und das Ganze ist designed in Berlin in der Größe M. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo Infos haben zum Material etc. Genau, hier haben wir einen Zettel, hier lesen wir es. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Okay, dann packen wir das Shirt wieder zusammen und kommen direkt zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier Sticker mit dabei. Drei verschiedene Formate. Wir haben hier einmal nicht dein Typ. Das ist auch meines Wissens der Instagram-Name von Marvin Game. Dreimal hier quadratisch in so einer Hochglanzoptik. Dann haben wir zweimal diesen hier, das MG-Logo in Schwarz und Rot. Und nochmals das Foto, das wir aus dem Booklet kennen, hier in Kalifornien aufgenommen. Und in der Mitte mit dem 20.14 Uhr Schriftzug-Logo auch wieder quadratisch zweifach vorhanden. Meines Wissens hätten diese beiden Sticker hier auch dreifach vorhanden sein sollen. Also wenn ihr die Box habt, ich glaube, jeder Sticker ist regulär dreimal da drin zu finden. Also insgesamt 9 Sticker. Dann haben wir eine USB-Karte, die kommt hier in so einer kleinen Verpackung, in so einem Druckverschlussbeutel. Made in China lesen wir hier noch. Schauen wir uns das mal an. So, wir haben hier eine schwarze Karte. Auf der Seite, auf der Vorderseite lesen wir 20.14 Uhr. Auf der Rückseite das MG-Logo. Und man kann dann diese Karte hier entsprechend so aufklappen, dieses kleine Element. Und das hier ist dann ein USB-Stick. Also man kann diese Karte dann in den Laptop, in den Computer, wo auch immer hineinstecken. Und auf dieser Karte ist einiges drauf. Die Karte, also der USB-Stick, hat ein Volumen von 8 GB. Und auf dieser Karte finden wir die Album-Acapellas, die Album-Instrumentals, Videos zum Album, also Videoclips, aber auch Making-of-Videos vom Albumprozess, von Videos, Interviews, ich glaube 2 Interviews und Wallpaper, so für Computer, fürs Handy, was auch immer. Also, da ist echt jede Menge drauf. Und es gab auch noch ein Gewinnspiel und zwar gab es in 3 Boxen gesamt, gab es die Möglichkeit auf einen Besuch, auf ein persönliches Treffen mit Marvin Game. Also da gab es in 3 Boxen noch einen zusätzlichen Inhalt, so einen kleinen Hinweis. Und wenn man den hatte, dann hat man Besuch bekommen von Marvin Game und hat dann ein paar Stunden mit ihm verbringen können, konnte mit ihm einkaufen gehen und gemeinsam etwas kochen. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier tatsächlich noch eine Flasche Wasser. Also das ist für mich in dieser Box eine absolute Premiere gewesen, dass es eine Flasche Wasser in einer Deluxe-Box gibt. Habe ich so auch noch nie gesehen. Wir lesen hier Viva con Agua Mineralwasser leise. Also ich gehe mal davon aus, das bedeutet ohne Kohlensäure. Leise ist also stilles Mineralwasser. Alle für Wasser, Wasser für alle. Viva con Agua ist ein Netzwerk von Menschen und Organisationen, das sich für den weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Informieren, mitmachen und spenden unter vivaconagua.org. Okay, also, kennt vielleicht der ein oder andere von euch diese Organisation? Ist auf jeden Fall eine gute Sache, kann man unterstützen. 0,33 Liter haben wir hier, also so ein Drittel Liter in dieser Flasche. Und auf der Rückseite gibt es nochmal ein paar Infos.
Wasserprojekte Kenia Makueni County. Mehrere Schulen und ein Gesundheitszentrum im Süden Kenias werden mit sauberem Trinkwasser versorgt. Davon profitieren rund 4000 Menschen. Projektmaßnahmen, Installation einer Solarpumpe für einen Brunnen, Bau eines Wassertanks für 150.000 Liter. Okay, also hier kriegt man noch so ein bisschen Infos, was man hier dazu beiträgt und womit oder wofür das Geld dann verwendet wird. Hinten haben wir noch einen Barcode. So sieht übrigens der Deckel aus. Leiser. Ja, ansonsten eine reguläre, durchsichtige Glasflasche. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Wasserflasche, 0,33 Liter ohne Kohlensäure. Dann haben wir das Shirt von Rüberlin in der Größe M. Die USB-Karte, die Speicherkarte mit 8 GB und diversen Bonusinhalten. Die Sticker, 8 Stück an der Zahl, 3 verschiedene Motive, wie gesagt. 9 Stück an der Zahl sollten es sein, bei mir jetzt in diesem Fall 7, aber jeder Sticker sollte hier dreifach vorhanden sein. Und natürlich das Album an sich, 20.14 Uhr im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box 20.14 Uhr von Marvin Game. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Marvin Game unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.